In der Born-In-Show schied Publikumsliebling Katrin Menzinger bei Let's Dance aus. Jetzt ist sie wieder zurück. Die 16. Staffel Let's Dance war nicht Katrin Menzingers 34. Staffel. Bereits in der zweiten Entscheidungsshow war Schluss für sie und den Komiker Abdelkarim, 41. Jetzt ist sie zurück. Let's Dance. Katrin Menzinger wieder im Training, nachdem Katrin Menzinger 2015 mit Fußballer Hans Sarpay, 46, den Titel Dancing Star gewinnen konnte, wiederholte sie dieses Kunststück 2022 mit Zirkusartist René Casselli, 26. Groß muss die Enttäuschung gewesen sein, dass sie ihre Titelträume nur ein Jahr später bereits in der zweiten Entscheidungsshow begraben musste. Der Slow Fox, für den es nur 10 magere Punkte gab, stand dem sympathischen Tanzpaar auf dem Weg in Runde 3 im Weg. Was für ein wunderschöner Kurztrip, schrieb sie auf Instagram nach dem frühen Ausscheiden. Danke euch allen von Herzen für eure lieben Nachrichten und eure Unterstützung. Wir werden euch, die Show, unsere tollen Kollegen und das gesamte Team sehr vermissen. Aber vor allem natürlich einander. Wir sind uns in der kurzen Zeit schon richtig ans Herz gewachsen. Danke an alle, die diese unfassbar coole Show möglich machen, und natürlich viel Glück, Spaß und Erfolg an alle Paare für die kommenden Wochen. Gebt Gas. Let's Dance. Katrin Menzinger tanzt mit den Girls. Die dritte Entscheidungsshow am vergangenen Freitag verfolgten Menzinger und Abdelkarim gemeinsam im Saalpublikum. Jetzt zeigt sie sich wieder beim Let's Dance Training, und zwar mit den verbliebenen Kandidatinnen Sally Özcan, 34, Sharon Battiste, 31, Krisensi Kavasi, 34, Anna Ermakova, 22, und Julia Butix, 22. Mit der Choreografin Anastasia Bodnar, 34, trainiert Menzinger die Ladies für das große Boys vs. Girls Special, das am kommenden Freitag, 17. März, zu Disco-Musik über die Bühne gehen wird. Wir trainieren hart, denn wir müssen gewinnen, geben sich die Kandidatinnen auf Instagram siegessicher. Mit Katrin Menzinger als Trainerin sollte dem Sieg gegen die Boys ja wohl nichts mehr im Wege stehen. Wir freuen uns darauf, sie kommende Woche wieder in einer anderen Rolle als die des Zaungasts bei Let's Dance erleben zu dürfen.